Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vectorcam TV und einem Anwendertipp mit einem Beispiel, wie man ein Zahnrad an den Flanken mit dem hier angezeigten Werkzeug und dem Modul 5-Achs-Fräsen bearbeiten kann. An dem hier aufbereiteten Werkstück habe ich bereits einen 5-Achs-Job angelegt, an dem ich folgende Einstellung vorgenommen habe. Ich habe mein Werkzeug voreingestellt, nutze die Bearbeitungsstrategie parallele Schnitte, lasse auf den Flächen ein Aufmaß von 0,3 mm und gebe eine maximale Querzustellung von 3,5 mm. Danach habe ich zunächst in der Werkzeugachsenkontrolle den Ausgabetyp auf 3 Achsen heruntergebrochen, um eine Bewegung der 4. und 5. Achse im Span zu vermeiden. In der Kollisionskontrolle berücksichtige ich Fräserschneide und Schaft und lasse den Fräser entlang der Werkzeugebene an den Begrenzungsflächen wegdrücken. Im Reiter Geometrie habe ich die Bearbeitungsflächen angewählt, die hier rot markiert sind. Als Begrenzungsflächen habe ich das ganze Modell selektiert. Um zu vermeiden, dass ich die jetzt erzeugten Werkzeugbahnen an jeder Flanke einzeln erstellen muss, öffne ich noch einmal den Job, gehe jetzt auf den Reiter Schruppen und aktiviere die Funktion Rotieren verschieben. Da mein Achsenkreuz an diesem Bauteil mittig platziert ist, gebe ich hier die Achse an, um die rotiert werden soll, die Anzahl der Schnitte und die Winkelschritte. Und damit ist meine erste Bearbeitung erstellt. Für den zweiten Schritt habe ich einen weiteren 5-Achs-Job angelegt und diesmal die Bearbeitungsstrategie entlang Kurve gewählt. Mein Aufmaß auf den Bearbeitungsflächen habe ich auf 0 gesetzt und die maximale Querzustellung auf 10 mm. Durch die richtige Auswahl der Werkzeugstrategie an den evolventen Formen der Zahnradflanken und der Auswahl des richtigen Werkzeuges können wir trotz der hohen Zustellung eine hervorragende Oberflächenqualität erreichen. In der Werkzeugachsenkontrolle habe ich den Ausgabetyp auf 5 Achsen hochgesetzt, damit alle 5 Achsen im Einsatz sind. In der Kollisionskontrolle berücksichtige ich die Werkzeugschneide und nutze dieselbe Strategie wie im ersten Bearbeitungsschritt. Im Reiter Schruppen gehe ich mit der Funktion Rotieren verschieben auf dieselbe Art wie im ersten Bearbeitungsschritt vor, um meine Werkzeugbahn um mein Bauteil zu rotieren. Danach gebe ich im Reiter Geometrie meine Bearbeitungsflächen vor, die hier wieder rot markiert sind. Da ich die Bearbeitungsstrategie entlang Kurve gewählt habe, gebe ich hier eine Leitkurve bzw. Leitlinie vor, die das Werkzeug führen soll. Als Begrenzungsflächen selektiere ich wieder das gesamte Modell. Und damit ist auch der zweite Schritt erledigt.